Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schömerpel Kriminell Box von 18 Karat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schömerpel Kriminell, das Ganze erscheint am 31. Mai 2019. Wir haben hier die Box heute schon vorliegen. Wir werden das Ganze mal hier öffnen. So. Und wie wir gleich mal auf den ersten Blick sehen können, ist es eine recht große Box, vor allem eine sehr hohe Box. Und es ist meines Wissens die größte Metallbox, die ich bis jetzt je hatte. Also, wir haben hier eine gelbbraune bzw. goldbraune Box. Auf der Oberseite hier, auf dem Cover, auf dem Deckel mehr oder weniger, haben wir hier die klassische Maske von 18 Karat. Darunter auch nochmal der Schriftzug 18 Karat. Und ansonsten ist es hier wirklich durchgehend auf allen Seiten in diesem goldbraun gehalten. Auf der Unterseite haben wir dann noch Banger Musik präsentiert, 18 Karat, Schömerpel, Kriminell, die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, machen wir mal hier den Deckel ab. Der ist nicht zu klappen, sondern der ist hier wirklich frei abnehmbar. Und was wir hier auch gut sehen können, das Ganze ist entsprechend hier rausgestanzt, also geprägt. Bedeutet, diese Maske hier, die hebt sich hier deutlich von dem restlichen Boxdeckel ab. Und man sieht auch hier, die Augen sind vertieft. Und der Rest hier wieder erhaben, also das ist echt sehr, sehr hochwertig gemacht hier vom Boxdesign. Dann haben wir hier zwei Luftpolster-Täschchen, die wir gleich mal aufstechen werden. So, und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Wir haben hier einmal die berüchtigte Maske, die ist noch in Folie eingeschweißt. Dann haben wir hier das Handy. Also das 18 Karat Mobile, die Supremus EP, einen Ring, das Album an sich, den Handyring, die Handyhalterung, dann haben wir hier einen Tourflyer und diverse Sticker und ein Poster. Also jede Menge Inhalt hier mit dabei. Von innen die Box in Silber gehalten, also klassisch Metallic. Jede Menge Stauraum da drin. Wir machen das Ganze mal wieder zu. Ja, kann man sie auch gut ins Regal stellen hier mit dieser Front. Sieht echt mächtig aus. So, dann kommt die Box mal zur Seite. Und nachdem diverse Sachen hier in Folie sind, werden wir die mal rausholen. So, einmal die Maske. Dann dieser Handyring. Haben wir dann auch noch ein Zettelchen mit dabei. Dann natürlich der normale Ring für die Hand. Und Album plus Bonus-EP sind dann auch nochmal verschweißt. Also holen wir mal alles aus der Folie raus. Am besten wahrscheinlich hier unten. Ja, es ist jede Menge Inhalt. Wir haben jetzt schon gut 4 Minuten gebraucht und haben noch nicht mal mit dem ersten Inhalt wirklich angefangen, sondern wirklich nur ausgepackt bzw. aus Folien befreit. Das spricht auf jeden Fall mal für die Box und deren Inhalt. So,
Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Je m'appelle Kriminell. Wer wie ich vielleicht ein Gymnasium besucht hat und dort Französischunterricht hatte, das ist einer der ersten Sätze, die man im Französischen lernt. Je m'appelle, das heißt so viel wie ich heiße, beziehungsweise ich nenne mich, ich bezeichne mich. Und danach kommt dann meistens der Name. Allerdings ist dann hier Je m'appelle Kriminell der Fall. Also, ich nenne mich kriminell, mein Name ist kriminell oder ich bezeichne mich als kriminell. So sieht das aus. Wir haben hier diverse Fahndungsplakate. Hier lesen wir überall Wanted. Unter anderem ist das hier ein FBI-Fahndungsplakat, nach dem Aufdruck hier wird wohl nach Pablo Escobar gesucht. Und alle diese Verbrecher wurden hier mit einer 18-Karat-Maske angesprüht. Und in der Mitte haben wir den Interpreten 18 Karat. Der ist der Einzige, der nicht angesprüht wurde. Aber seine Tatverbrechen oder seine Daten wurden angesprüht mit Je m'appelle Kriminell. Also vom Cover her echt gelungen. Das Ganze kommt in einem Schulcase hier auf der Seite in grau gehalten. 18 Karat Je m'appelle Kriminell lesen wir auch hier. Es ist das vierte Soloalbum von 18 Karat. Das dritte über Banger Musik. Dann haben wir hier 18 Tracks an der Zahl. Auf dem Album haben wir auch jede Menge Features. Wir haben Features von Farid Bang, AK Außer Kontrolle, Jesus, Sipo, Hamada, Play 69, Vasel, Capital Bra, Summer Jam, Casey Rebel und Kollega. Unfassbare Features. Dann haben wir CD2 mit dabei. Das ist die Unterwelt EP. Hier haben wir dann auch nochmal 5 Tracks, allesamt Solo Tracks. Also 5 Solo Tracks auf der Bonus EP, Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir natürlich zum Booklet, das recht dick ist. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die ersten 5 Tracks von Je m'appelle Kriminell, inklusive der Info, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer den Beat beigesteuert hat. Dann hier 18 Karat in feinstem Versace Outfit. Wie man ihn kennt, alles Gold. Dann haben wir die weiteren 5 Tracks. Nochmal 5 Tracks, weitere Aufnahmen von Karat. So sieht das aus. Dann die letzten 3 Tracks, also 18 Tracks. Hier haben wir dann wieder diverse Fahndungsfotos hier mit Zensurbalken. Dann eine Doppelseite hier, 18 Karat, ausnahmsweise mal in Philipp Plein und nicht in Versace. Hier oben rechts haben wir dann auch noch so ein Siegel vom US Department of Justice, also Justiz der USA. So sieht das aus. Ja, das ist auf jeden Fall auch Philipp Lyon, man sieht's. Dann haben wir hier die 5 Tracks, die Bonus-EP, die Unterwelt-EP. Wie gesagt, 5 Solo-Tracks, hier noch die Angaben, wer produziert hat. Und auf der letzten Seite haben wir natürlich dann noch die Credits zum Album, plus natürlich die Info, wer hier mitgewirkt hat, wer hat recorded, gemixt, gemastert, etc. Und hier dann auch nochmal, so sieht das aus. Banger Musik. Und das sieht dann aus, als hätte er hier seine Fingerabdrücke abgegeben. Also hier die 5 Finger von 18 Karat erfasst. Ist ja immer so, wenn man wirklich schwerwiegende Sachen verbrochen hat. Oder mittlerweile muss man gar keine Straftat mehr verüben. Also mir wurden damals beim Reisepass, als ich meinen Reisepass erneuert habe, wurden damals meine Fingerabdrücke entnommen. Wir haben dann hier CD Nummer 1. Die ist relativ schlicht gehalten. 18 Karat Je m'appelle Kriminell lesen wir hier. Und dann haben wir auf der Rückseite die CD Nummer 2. Und das ist dann wie angekündigt, hier lesen wir es, die Unterwelt-EP. Ja, hier ist weiter nichts zu sehen. Hier schimmert nur ein bisschen das Backcover durch, das hier. So viel zum Album und der Bonus-EP. Aber damit nicht genug. Wir haben hier noch eine zweite Bonus-EP und zwar die Supremus-EP. Vom Cover her auch sehr minimalistisch gehalten. Hier unten haben wir noch einen englischen Verbraucherhinweis. Das Ganze kommt in so einem Mini, ja, wie nennt man sowas? In so einem halbierten Schulcase. Also, ja, auf jeden Fall eine Plastik, eine hochwertigere Hülle als diese regulären Papphüllen. Gefällt mir, dass man hier die Bonus-EP hier reingepackt hat. Hier haben wir zwar kein Backcover, aber hier haben wir die Tracklist hier seitlich drauf.
Also hier haben wir dann nochmal 7 Cracks. Und wenn ich das Ganze mal öffne, jawohl, hier haben wir es dann auch im Detail erfasst. Also hier haben wir einen Track von 18 Karat und Play 69, dann einen von Hamada, Brecho und Hemso. Das sind meines Wissens die drei Interpreten auf Supremos Records. Also das ist ja das neue Label, das 18 Karat gegründet hat mit den Supremos, die er hier auf das Label geholt hat. Also Hamada ist, glaube ich, auf diesem Label, genauso wie Brecho und Hemso, von denen ich bis dato noch nichts gehört habe. Hamada schon, aber Brecho und Hemso sind für mich neu. Dann haben wir einmal Hamada featuring Brecho und dann noch einmal Supremos Allstars, wo alle drauf sind. Also 18 Karat, Play 69, Hamada, Hemso und, auch wenn er hier abgeschnitten ist, Brecho. Und dann haben wir noch La Familia, Hemso, Hamada und Brecho. Ja, also die neuen bei Supremos können sich auf dieser EP beweisen. So sieht das aus, in schwarz gehalten die CD. Kommt in diesem Plastikcase. Dann haben wir drei Sticker dabei. Einmal diesen hier, Real Recognize Real. Das heißt so viel wie echt erkennt echt. Also die Waren erkennen die Waren. Das ist ja auch oft von 18 Karat in Tracks zu hören gewesen. Das Ganze im Querformat in schwarz und weiß. Dann haben wir einen quadratischen Sticker hier, 18 Karat. So sieht das aus, auch in schwarz und weiß. Und dann einmal hier im Querformat, Schimmerpell Kriminell. Jawohl, drei Sticker. Dann haben wir diesen Handyaufsteller. Der ist in Gold gehalten, hier mit diesen Ornamenten auf der Seite, auf dem Ring. Also klassisch, wie wir es kennen, von Versace. Und dann haben wir hier noch die Maske von 18 Karat, sein Logo. Und auf der Rückseite kann man das hier dann abziehen. Das ist eine Folie, ja, so ein Schutz. Und dann kommt der Sticker zum Vorschein. Bedeutet, ihr könnt diesen Sticker dann an euer Handy kleben. Und wenn das dann entsprechend klebt, könnt ihr das dann hier so aufstellen und euer Handy dann in Position bringen. Ja, nettes Accessoire. Da kann man dann auch am Handy zeigen, was für Musik man hört. Dann haben wir noch einen Ring, dieser allerdings nicht für das Handy gedacht, sondern wirklich für die Hände. Wir haben dann hier die Maske von Karat auch nochmal, das Ganze hier auf einem goldenen Ring. Kann man dann hier, am kleinen Finger, ja, der ist jetzt etwas zu dünn, aber hier kann man das dann entsprechend tragen. Auf welchem Finger, das sucht natürlich ihr euch aus. Sieht gut aus, kann man auf jeden Fall tragen. Ich bin jetzt generell kein großer Halsketten oder kein Ringträger, aber es gibt sicher Leute, denen das zusagt. Dann haben wir hier noch einen kurzen Infozettel, der war bei diesem Handyaufsteller dabei. Beziehungsweise nein, das war glaube ich der von dem Ring. Was lesen wir hier? Kein Spielzeug, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Okay, ja, versteht sich von selbst. Und dann haben wir, das war jetzt der Infozettel zu dem Handyaufsteller, also wie man das Ganze am besten anbringt, dass man das Handy am ersten oder das Cover am besten noch kurz reinigt davor und dann diese Sticker, diese Folie ablöst, um dann den Handyring dran zu machen. Aber das Ganze ist eben nicht nur als Aufsteller geeignet, sondern wie wir hier sehen können, kann man auch mit Hilfe dieses Rings das Ganze schön an der Hand tragen, damit man es nicht irgendwie fallen lässt. So, dann haben wir einen Tourflyer mit dabei, Schimmerpell Kriminell, so sieht er aus. Dann haben wir die Tourdaten zur Supremos Syndikat-Tour, die 18 Karat und Play 69 machen. Und auf der Rückseite haben wir dann noch Merch. Also hier zum Album Schimmerpell Kriminell wurde eine eigene Merch-Linie ins Leben gerufen, die man im Banger Store erwerben kann. Dann haben wir mit dabei ein Poster. So, das ist A3, wenn ich mich nicht täusche. Einmal im Hochformat hier 18 Karat abgebildet. Ich glaube, das Foto hatten wir auch schon im Booklet des Albums. Ist ein interessanter Filter drüber gelegt worden. Und auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Vorderseite, wie sollte es anders sein, haben wir hier das Cover des Albums Schimmerpell Kriminell im Hochformat. Dann haben wir eines der absoluten Highlights der Box. Sie wurde auch betitelt als die Box mit der Maske und genau diese haben wir hier vorliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, sie wäre weicher und irgendwie etwas flexibler. Sie ist dann doch recht schwer und recht hart. Wir haben hier einmal
Supremus. Dann haben wir hier die zwei Kratzer über dem rechten Auge. Und dann hier diese zwei Einschusslöcher über dem linken Auge. Hier dann der Schriftzug 18 Karat. Und dann hier diese spitze Nase und hier die Öffnung für den Mund. Also es ist 1:1 eine Nachbildung der Originalmaske von Karat. So sieht das Ganze von innen aus. Bedeutet, wir haben hier links und rechts entsprechend diesen Gummizug eingespannt. Und der ist dann, jawohl, wir haben hier einen Klettverschluss. Das heißt, ihr könnt mit Hilfe dieses Klettverschlusses die Größe entsprechend variieren und dann an euren Kopf anpassen, je nachdem, ob ihr einen großen oder kleinen Kopf habt oder ob ihr vielleicht noch irgendwie eine Kapuze dazu anzieht und das Ganze dann über eure Kapuze macht. Je nachdem, ja, und wenn ihr auf Konzert, auf Tour von Karat vorbeischaut, dann vergesst nicht die Maske, denn er hat es ja in mehreren Videobotschaften angekündigt. Er würde sich sehr freuen, wenn man dann auf Tour, auf Konzert mit so einer Maske auftaucht. Jawohl. Bin mal gespannt, inwieweit die mir passt oder ob sie mir überhaupt steht. Und dann haben wir noch ein weiteres Highlight der Box, und zwar ein Handy. Ja, das ist mir auch neu, habe ich so noch nie gehabt, dass es in einer Box ein Handy gibt. Hier haben wir einmal die Funktionen des Handys aufgelistet. Also große Batterie, also viel Akku, eine Kamera, Radio, MP3, eine Taschenlampe, Bluetooth, Speaker und Spiele. Okay, Schimmerbell kriminell, 18 Karat. Und dann haben wir oben einen Barcode, Made in China, Modell 18 Karat. Interessant. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Dafür haben wir hier so eine Lasche, genau. Dann schauen wir mal hinein. Einmal, zweimal. So, dann haben wir hier einmal die Gebrauchsanleitung, die Bedienungshinweise, die erspare ich euch an dieser Stelle mal. Und wir haben dann hier einmal das Handy plus ein Ladekabel. Dieses kommt hier in einer Folie. Und natürlich den Akku, der ja auch nochmal separat verpackt ist. So, also, sogar wie wir hier sehen können, der Akku ist gebrandet. 18 Karat lesen wir hier. Jawohl. Dann haben wir hier entsprechend das Ladekabel. Dieses ist nicht gebrandet, sondern hier wirklich glatt schwarz. Also das kommt in die Steckdose und hier könnt ihr dann euer Handy aufladen. Und so sieht dann das Handy aus. Ist echt sehr leicht. Mit Akku dann etwas schwerer, aber sehr, sehr leicht. Wir lesen hier oben 18 Karat in silberner Schrift. Ansonsten das Handy hier in Gold und Schwarz gehalten. Auf der Rückseite lesen wir dann hier auch nochmal 18 Karat. Und dann haben wir hier die Öffnung für die Kamera, beziehungsweise für die Taschenlampe auch noch. Dann werden wir das Ganze mal aufmachen. Ist nur die Frage, wo am besten. Ja, also am besten hier an der Seite. Da habt ihr so eine, ich hoffe man kann es sehen, hier so eine kleine Öffnung. Hier einfach entsprechend reinfahren. Jawohl. Und dann könnt ihr das hier schön aufklappen. So sieht das aus. Und dann haben wir hier das Innenleben. Und hier könnt ihr dann SIM-Karte reinmachen. Mehrere SIM-Karten finden hier Platz. Und auch Speicherkarten. Also, hier kann man echt einiges damit anstellen. Und nachdem es ja ein eher älteres Modell ist, ist dieses auch meines Wissens jetzt nicht so leicht zu orten, beziehungsweise generell nicht so leicht zu überwachen. Also, was auch immer für Handygespräche damit abwickeln wollt, könnt ihr damit machen. Akku kommt dann natürlich rein, dann machen wir das Ganze wieder zu. Und nicht, dass jetzt irgendwie der Eindruck entsteht, das wäre Schwachsinn oder es wäre irgendwie nur so ein Spielzeug oder ein Fake-Handy. Nein, es ist wirklich ein echtes Handy und es funktioniert auch. Also ihr könnt damit dann wirklich telefonieren und wenn ihr eure SIM-Karte reinpackt, das entsprechend in Betrieb nehmen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal ist eben gezeigt, der Handy inklusive Akku und Ladekabel, SIM-Karte bzw. Speicherkarte müsst ihr euch separat besorgen. Dann natürlich die Maske mit größenverstellbarem Gummizug. Das Poster doppelseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Dieser
Tourflyer, diese Infokarte zur Tour und Merch. 3 Sticker sind dabei, Querformat, Querformat und quadratisch. Dann der Ring für euren Finger mit Maske, dieser Handyring, diese Handyhalterung, die Bonus-EP, die Supremos-EP und natürlich das Album Schömerpell, Kriminell, inklusive Bonus-EP im Jewelcase. Ja, also, das Album hat 18 Tracks, die Bonus-EP 5 Tracks, die Untergrund-EP und dann haben wir noch die Supremos-EP mit 7 Tracks. Da kommen wir auf insgesamt 18, 15, 23, 7, 30. 30 Tracks, das ist echt eine ganze Menge. Und auch der restliche Inhalt ist nicht von schlechten Eltern. Das alles in dieser wunderbaren Box. Schömerpell, Kriminell von 18 Karat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 18 Karat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.